heute wieder ein paar Einblicke aus meinem interessanten Katzenleben. Bleibt dran und genießt es. Lasst mich am Ende wissen, welches Video euch am besten gefallen hat. Bin gespannt auf eure Kommentare. Mama, die Vogelscheuche hat heute wieder den Bock abgeschossen. Ich versuche hier schön Chili Vanille zu machen, aber nein. Die Olle hat nichts Besseres zu tun, als die Wohnung Staub zu saugen. Die hat doch echt ein Rad ab. Mag ja sein, dass sie keinen Schönheitsschlaf benötigt. Ich dagegen aber schon. Sie sollte sich mal an mir ein Beispiel nehmen, dann würde sie auch ohne Kriegsbemalung ganz passabel aussehen. Heute Morgen war die Schlafzimmertür verschlossen. Ich konnte die Sumpfkuh einfach nicht wecken. Es war eigentlich schon längst Schmecki-Zeit. Ich musste so lange vor der Tür Wache halten, bis die Olle endlich mal von ihrem Schönheitsschlaf erwacht ist. Das lange Schlafen hat sie trotzdem nicht schöner gemacht. Als sie dann endlich aufgestanden ist, war ich so aufgeregt, dass ich mit voller Karako durch ihre Beine geflitzt bin. Die Sumpfkuh hat so einen Bauchklatscher hingelegt, das hättet ihr sehen müssen. Auf meinem heutigen Spaziergang durch unseren Garten sah ich ein süßes kleines Kätzchen. Ich rannte sofort los, um sie mir klar zu machen. Ich konnte meinen Instinkt einfach nicht ignorieren. Leider war sie nicht sehr beeindruckt von mir. Sie hat mir links und rechts eine Backpfeife gegeben. Währenddessen überschlug ich mich mehrfach. Das Kätzchen lachte und hat mir auch den Mittelfinger gezeigt. Dieses blöde Stück. Mama, die Sumpfkuh, hat es auch gesehen und mich einfach ausgelacht. Sie ist ein böser Mensch. Mama, die olle Sumpfkuh ist eine gierige Egoistin. Sie gibt einfach keine Schmeckis ab. Dann wundert es mich auch nicht, dass sie jedes Mal auf der Waage einen Heulkrampf bekommt. Ach ja, und hässlich ist er auch. Ich glaube, es ist was Schreckliches passiert. Mama, das alte Rindvieh steht im Badezimmer und weint wie ein kleines Baby. Ich denke, dass die Waage ihr nicht das angezeigt hat, was sie sich vorgestellt hat. Tja, selber schuld, wenn sie sich ein Schmecki nach dem anderen reinzieht. Aktion gleich Reaktion. Es ist etwas Schlimmes passiert. Gestern Abend hatte ich Dümpfiff. Das hat der ollen Sumpfkuh überhaupt nicht gepasst. Ich habe ihr die ganze Bude versaut. Jetzt hat sie mir meinen nächtlichen Ausgang gestrichen und möchte mir eine Möhrensuppe kochen. Sie kann sich ihre Suppe sonst wohin stecken. Freunde, Mama hat gesagt, wenn ich ihr noch einmal morgens volle Hütte auf den Bauch springe, bringt sie mich ins Heim. Als wenn sie noch einen Tag ohne mich auskommen würde, da lache ich mich doch kaputt. Ohne mich wäre diese Frau doch verloren. Die wüsste doch gar nichts mit sich anzufangen, so eine Eule. Jetzt legt mal los, welches Video war am besten?